Moin Leute und herzlich willkommen zum ersten und wahrscheinlich auch geilsten Projekt auf diesem Kanal. Heute ist der 15.11. Wahrscheinlich ist ja, doch, heute ist der 15.11. Ich bin schon ganz verpeilt, weil heute sind Pokémon Schwert und Schild rausgekommen. Und ich hab Bock, Leute, ich hab richtig Bock. Ich möchte es einfach let's playen und ich hab Bock zu zocken. Ich hab mir alles eingerichtet. Die Capture Card läuft. Ich hoffe, die Aufnahme wird funktionieren. Und ja, ich will gar nicht so viel labern. Wir gehen jetzt einfach rein ins Geschehen. Ja, wie ihr schon gesehen habt, mein Name ist Chris und heute werden wir anfangen, das wohl oder eines der wohl epischsten Spiele, die es derzeit so gibt, zu spielen. Dann dürfen wir hier erstmal direkt die Sprache. Ah, ja, krass, okay. Kann jetzt hier erstmal ein Foto auswählen. Ja. Ich würde ja direkt mal den hier nehmen. Wie heißt du? Das haben wir ja gerade eben schon einmal gesehen. Ja, ich spiele jetzt hier auf der Nintendo Switch und zwar auf dem Fernseher. In meiner Hand ist der Controller. Und ich heiße Chris und sehe so aus. Gut, die Wahl der Sprache ist endgültig und kann später nicht geändert werden. Ja, damit bin ich einverstanden. So, Registrierung abgeschlossen. Spielvorgang, bla bla bla. Unten rechts sind Inkognitos, man weiß es nicht. Leute, ich bin so krass gehypt auf dieses Spiel. Das geht jetzt ab. Okay, ich halte meine Klappe. Okay, ich lese einfach vor. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Ey, das finde ich ja schon mal richtig geil, dass die es jetzt so gemacht haben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Na, was wird da daraus? Ui, neues Pokémon anscheinend. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. In einem Stadion ist ja auch geil. Zeigt er uns wahrscheinlich hier gleich die Dynamax-Varianten. Das Publikum jubelt. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Alles klar, Rose. Und ich darf Ihnen nu nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Ah, das ist mein Auftritt. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Hey, das ist aber nicht mein Name. Das ist also dieser Deleon. Also ja schon mal ziemlich episch. Oh, Leute, was haben wir hier, Glurak? Direkt mal Glurak. Okay, die zeigen alle eine 3. Ah, wie ist es? Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Alter. Alter. Krass. Wie sieht das denn aus? Leute, es geht los. Pokémon Let's Play. Und zwar die Schild Edition. Hier haben wir schon mal das kleine süße Schäfchen. Und die. Alter. Das sieht unglaublich aus. Es ist ja atemberaubend hier. Da sind wir wahrscheinlich in unserer kleinen Stube. Und da sitzt ja kleine Chris und zockt wahrscheinlich gerade, so wie er es im echten Leben auch tut. Ist das jetzt die Switch oder ist das ein Handy? Man kann es heutzutage nicht mehr so sagen. Es hat geklingelt. Hallo, ich bin Simon zu Hause. Hopp. Wie kann man denn Hopp heißen? Tachchen Hopp. Hey Chris, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Ah, ich hab's ja gesagt. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Ah, okay, der ist anscheinend der kleine Bruder von dem Champion. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Natürlich, Leute, wir sitzen ja alle in der Glurak-Pose. Oh, was machst du denn hier, Hop? Oder Hop? Ist ja kein Doppel-P. Ist heute nicht der große Tag?
Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Chris abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein paar Mitbringsel ab. Hehe. Hehe. Ich warte draußen auf dich. Mit Kamin hier. Oh, wir können uns direkt bewegen. Schauen wir doch. Okay. Eine recht schnelle Steuerung. Die ist ja krass, die ist echt wirklich ziemlich schnell. Da liegt schon mal ein Pokéball. In Mampaxos Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Das sieht mir aber nicht aus wie ein Essensrecht. Mampaxo? Ich glaube, der schläft nicht. Hohen Frieden. So, ey, das sieht wirklich ziemlich geil aus. Das ist anscheinend meine Mom. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Okay. Das ist anscheinend hier mein Beutel. Du schnappst dir den Beutel deines Papas. Oh, okay. Das ist gar nicht mein Beutel, das ist nämlich der meines Papas. Also hier haben wir direkt mal einen Diebstahl am Anfang. 911 is coming. FBI, open up. Er hat die Mütze direkt aufgesetzt. Man kennt ihn, ne? Abenteuerfibel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü, wenn du im Schimmel bla bla bla. Außerdem kannst du mit Karte bla. Interessiert mich nicht. Ich will spielen. Hier haben wir schon mal ein Pikachu und das ist anscheinend ein Riesenrad. Okay. Da haben wir noch ein Bild von einem Evoli und das ist anscheinend gewesen. Gut, Mama. Gut siehst du aus, der Beutel steht dir, dann mal viel Spaß euch zwei und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Wir werden natürlich in den Wald gehen, denn wir wollen unser erstes Pokémon haben. So, gehe zu Hope. Die Welt draußen erwartet dich. So. Ist das idyllisch, ey. Wie das, oh, so ein richtig schönes Reetdach. Ah, da ist erstmal ein Knospi. Okay, hier haben wir ein Salatfeld. Alles schön grün. Da hinten fliegt ein Smetbo. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Hey. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Stimmt, weil die Pokémon ja nicht in den Pokéball kommen, sondern in den Beutel. Das dumme Schafel da. Schau mal, ein Wolli. Was macht es denn da? Ja, was macht es denn da? Ein Trisomie-Schaf. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wahrscheinlich sind sie alle Level 3. Wo, oh, Olli? Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt zu uns, Chris. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Hehe. Mann, das klingt immer so richtig schelmisch. Hehe. So, und was macht Olli hier? Ey, Olli. Ah, ich kann ihn leider noch nicht aufmachen, aber später. Da hinten ist schon mal ein. Wo kommen die Schafe? Wo kommen die Schafe her? Leute, vergesst alles, was ihr in Biologie gelernt habt. Schafe wachsen aus dem Boden. Flup, flup. Oh mein Gott. Olli, ganz viele Ollis hier. Ah, was willst du von uns, Dickerchen? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Oh, ist das nicht der Hammer? Nein, das ist eine Säge. So, was haben wir denn hier? Das ist anscheinend eine kleine Arena. Ist das hier sein Haus oder was? Es sieht so aus. Warum ist sein Haus größer als meins? Achso. Sein Bruder ist der Champ, ich verstehe. Ich bin wieder da, Mom. Oh, hallo, Hopp. Oh, und Chris ist auch dabei, wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Chris? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ach, bitte nicht schon wieder weg drin. Kann man hier vielleicht noch irgendwas abgreifen? Oh! Creepy Opa. Ich geh mal lieber. So. Der kleine Dude ist auch weg. Da hinten ist. Hallo, Hopp. Na dann, Hopp.
Alles stark da dann los, aber pass auf, dass du im hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Ich glaube, dein komisches Schaf hilft dir da auch nicht. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg von hohem Gras. Hat er gerade gesagt, ich soll ins hohe Gras rennen? Da liegt schon meine Schubkarre. Ah, Route 1. Gras! Oh, wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Schade. Ja, kommst du jetzt oder gehen wir meinen Bruder ab? In der Bahnhof ist gleich da vorne. Da vorne ist auch schon die wilde Fanmeute. Ich habe übrigens überlegt, ob ich die Parts in 20 oder 30 Minuten Takt mache. Aber ich denke mal, ich werde sie in 30 Minuten Takt machen. Weil es, glaube ich, einfach mehr Sinn ergibt. Okay, weil sonst sind die einfach so unglaublich schnell vorbei. Und da ist er. Trägt er immer seinen dämlichen Mantel? Mongo. Also, Glurak ist cool. Aber es ist irgendwie winzig. Warum ist er so klein? Hallo, Brassbury. Euer Champ Deleon ist wieder hier. Oh, was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Deleon ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon. Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie, Mann. Das nenne ich Vertrauen. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr, aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Ehren Glurak. Hey Bruderherz. Ah, hopp. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich sehen, Mann. Bist du groß geworden? Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert hier sicher keinen. Alter. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Vielleicht sollte der Mantel eher mit Regenbogenfarben bestückt sein? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Chris sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Ja, wer könnte das bloß sein? So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Champ Time! Scheiß, Mann. Wie eingebildet kann man denn sein? Natürlich macht er bei dem Wettrennen mit. Und wer macht nicht mit? It's a me! Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen. Zeigt den beiden... Ah, jetzt kann man sich hier also den... Das Pflanzen-Pokémon Chimpap. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Und das Wasser-Pokémon Mermeon. Tja, wen nehme ich denn da? Ich finde Hoplo echt cool. Den finde ich echt nicht so cool. Und den finde ich richtig cool. Nehme ich jetzt Hoplo oder Chimpap? Ach, jetzt zeigen die hier gleich mal... Okay. Ich finde den Affen so geil. Ich glaube, ich nehme den Affen. Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Ehrenmann. Ich werde Chimpap nehmen. Wähle du zuerst, ich habe ja schon meinen Wolli. Das ist korrekt. Hallo Chimpap.
Chimpep formt die Pflanze, strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpep? Ja. Komm zu mir, mein Kleiner. Du hast dich für Chimpep entschieden. Möchtest du? Nein, das möchte ich nicht. Chimpep wurde in dein Team aufgenommen. Grüß dich, Großer. Der kleine Knuffel. Ah, du hast dir also Chimpep ausgesucht. Gute Wahl. Na, da wird er wohl Hoplo nehmen. Dann entscheide ich mich für Mameon. Du bist ab sofort mein Partner. Wer hätte es gedacht? Hat er keine Zähne? Leute, wo sind seine Zähne? Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ohne Zähne. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Chris ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Ach, du Pappnase. Dich werde ich in Windeseile überholen. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Ach, Zigeuro, aber dann ist das Ding auch gut bezahlt. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Aber erstmal zwei Grillspieße mitgebracht, also Vegetarier sind das ja auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay, am nächsten Tag. Gib's zu, Hop, du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit einem neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Oder Bruderherz, Chris und Chimpep haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitig Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du ihn denn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Chris und ich Rivalen, im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Das ergibt Sinn. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal! Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für deinen ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf, dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Klingt mir nach einem Theoretiker, aber ich bin da eher der praktische Mensch. Wahrscheinlich. Pokémon-Trainer Hop fordert dich heraus. Ah, ich bin halt wirklich eher der Praktiker. Ah, kommt komisches Olli. Aber gegen meinen Chimpep hat's keine Chance. Auch wenn du zwei Pokémon hast. Chimpep. Pokémon-Beutel, Flucht. Kampf. Kratzer. Los, Chimpep! Ah. Mit einem Stock Kratzer machen. Man kennt's. Und unser Chimpep ist männlich. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin auch immer so, wenn ich mir Pokémon fange, ich achte immer übelst darauf, dass die männlich sind. Ich kenne Diskriminierung und so, aber ja, irgendwie ja, finde ich es besser. Außer es ist jetzt so Milotic oder so, dann hole ich mir die auch in weiblich, aber. Und wir kratzen es in die Hölle. So, jetzt schauen wir mal, was ein Mameon kann. Erfahrungspunkte erhalten. Plus 55, da haben wir schon mal ein Level up. Chimpep erlernt Zweigstoß. Ah, sehr schön. Damit können wir jetzt einen Mameon fertig machen. Nicht so schnell, ich habe noch einen Ass im Ärmel. Was kann das nur sein? Hat er jetzt einen Glurak? Oh mein Gott, was ist das? Nein, es ist ein Mameon! So. Zweigstoß. Klaps. Alter! Was soll denn das? Los, Zweigstoß! Ja! Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen des Pokémon-Typen? Ja, natürlich. Junge, ich habe jedes Spiel gespielt.
Mit wem willst du dich denn hier messen? Ich bin der König. Natürlich wurde es besiegt. Was für eine Frage. Lappen. Erfahrungspunkte erhalten. Und Level 7. So, Pokémon-Trainer Haupt wurde besiegt. Und da sind seine Zähne wieder. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Chimpipi seid echt krass. Du gewinnst 400 Poké-Dollar. Auch noch abgezogen haben wir ihn. 400, Alter. 400! Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um einer hätte ich Glurak rausgeladen und selbst mitgekämpft. Ja, das scheint mir adäquat. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Chris. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivale wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stärker werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder, jetzt? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mal Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Chris. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt, versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich mal im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Chris. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ja, wahrscheinlich sage ich meiner Mutter auch direkt mal Bescheid, dass ich nie wiederkomme. Leute, ich denke, das soll es jetzt auch erstmal zum ersten Part gewesen sein. Vermutlich werde ich auch direkt weiter spielen. Also nicht wundern, wenn sich hier die Spielzeit ändert. Ich werde es einfach anlassen, aber halt genau hier, wo wir just in moment stehen. Und werde dieses Video jetzt erstmal direkt hochladen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns im späteren